Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, was bin ich ja, Malzahn, Malzahn. Und herzlich willkommen bei Wetten, dass. Wetten, dass es Herr Malzahn schafft, seine Begrüßung in weniger als 5 Sekunden einzusprechen. Ja, ich würde mittlerweile sagen, top, die Wette gilt. Ich muss sie aber immer noch ablesen, das ist auch wieder schlimm. Aber ich verspreche euch, beim 100. Video, ab dann mache ich es auswendig. Egal, was kommt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Virtuelle Umarmung an alle. Yay! Schön, dass ihr da seid. Beim Format Aktuelles, der Drachi versucht nun auch bei Odyssee seine Grenzen auszuloten und lädt seinen ersten Vlog hoch. Warum auch nicht? Vlogs haben bei ihm ja eine lange, goldene, glorreiche Tradition. Ja, also diese Formattitel, ne? Naja, manchmal kann man's, manchmal kann man's nicht so gut. Ja, das ist es. Das erste Video auf Odyssee mit einem Vlog-Verzeichnis. Toll, ich freue mich schon jetzt. Kennt ihr das, wenn jemand ein Video hochlädt und ihr denkt, toll, ich habe schon jetzt richtig Bock. Ich habe noch gar nicht reingehört, aber es wird bestimmt toll. Wie sonst sollte es werden, wenn Drari wieder was rausmeldet? Es geht zum Glück nur 3 Minuten. Von daher kriegen wir das innerhalb von 3 mal 4. Was? 12 Minuten? Nein, 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 Leute. Wir brauchen mindestens 20. Ich kenne uns doch. Also uns. Ich ziehe euch damit rein, ne? Habt ihr gemerkt. Okay, lasst uns reingehen ins Video. Ich bin schon so gespannt. Ein Flitzebogen ist nichts gegen mich. Achtung, ich setze jetzt einen Schnitt und dann sind wir im Video, ja? 1, 2, 3. Schnitt! Herzlich willkommen aus der Zukunft. Also aus 3 Sekunden später. Ja, da ist er auch schon. Reini frisch rasiert. Was ist denn wohl passiert? Ja, er kneift ein Auge zu. So mache ich es mit den Ohren auch immer, dann lässt er mich halb in Ruhe. Ungefähr, ungefähr. Ja, das ist ja das Schlimme bei Reini, ne? Wenn er kommt, die Augen kann ich zumachen, die Ohren nicht. Ja, aber es ist auch so ein bisschen, er sieht auch ein bisschen aus, als hätte er eine Vision, ne? Ja. Okay, also, aus Berlin, von Odyssee, direkt in euer Herz. Reini hat das Wort. Der graue Pulli ist wieder dabei. Ja, dann sind das Be der Bekannte ja schon zwei. Metal-Leute, Servus und herzliches Willkommen beim Drachen. Wow. Er hat seine alte Begrüßung wieder gemacht. Habt ihr auch gerade das Gefühl gehabt, es ist was fürs Herz? Reini, das ist wie nach Hause kommen. Weißt du, wie lange du diese Begrüßung nicht mehr gemacht hast? Oh, ist das schön. Es könnte 2014 sein, bloß überblendet und alles komisch, aber schön. Danke, Reini. Danke, dass du es nochmal gemacht hast. Also bisher 5 von 5 Ofenkäse. Oh Gott, die Bildqualität ist ja voll für den Arsch. Ja, die Bildqualität ist daneben. Ich würde auch sagen, optisch sieht es auch nicht so viel besser aus. Inhaltlich vor allem. Ich glaube, das wird auch nicht sehr viel besser. Also grundsätzlich ist eher schwach bei dir. Sonst ja alles immer maximal Ultra HD 4K aufgelöst. Jetzt eher schwächelnd. Viel zu hell. Ja, wir sind wieder in Berlin. Wieder in Berlin. Mit dem Lülukopter wieder aus Köln zurück. Aus Neukölln. Hustl, hustl. Ja, er steht an der Spree, Leute. Oh, da hinten sehe ich die Museumsinsel. Ich kann sie erahnen. Im Schatten. Ah. Keine Ahnung. Ich wollte einfach mal behaupten, Rites das anschmeißen. Ich wollte wieder Drachi mal einfach irgendwas sagen. Ach toll, Berlin. Und habe mir gedacht, wir machen ein kleines Video, ein kleines Stream und so weiter. Und ich erzähle mir noch ein bisschen was so. Also ich bin jetzt wieder in der Nähe von der Mauer. Die Mauer ist da drüben. Da, ich zeig mit dem Finger drauf. Da film ich nicht hin. Nein, nein, ich will nicht sagen, wo ich bin. Ja, und die Hater finden ihn immer so schnell, ne? Ich weiß auch nicht warum. Okay. Ja, er ist in der Nähe von der Mauer. Da waren wir ja schon mal bei der East Side Gallery. Schön, dass du da bist. Ich frage mich, das ist das erste Video mal wieder im Querformat, ne? Seit langem. Schön. Gefällt mir, nee, gefällt mir wirklich gut. Diese Hochkant-TikToks-Videos. Also, wir haben ja alle festgestellt, TikTok ist sein Format, aber also auch mit den Usern, die da alle drauf sind und die Fragen stellen. Aber ansonsten, ich finde einfach Querformat. Mag ich lieber. Ich bin da oldschool. Ich bin oldschool. Am liebsten hätte ich noch 3 zu 4.
4 zu 3. Ach komm, egal. Ja. Drari, wie schön, dass du da bist. Wer hatte ihm die Geschichte mit Köln geglaubt? Niemand. Warum Köln? Warum sagt er Köln? Köln ist so weit weg von Berlin. Hätte er nicht irgendwas anderes nehmen können, was halbwegs näher gewesen wäre? Leipzig oder so. Köln. Köln. Ja, wahrscheinlich Köln. Ja, auch Paris sagen können. Bin in Madrid. Und auch voll krass, was hier so abgeht. Also wir haben jetzt. Berlin ist immer krass mit der Wahl und so, da wird er jetzt drauf hinweisen. Ah, oh, Berlin, Berlin, Berlin. Gerade einen Obdachlosen getroffen. Ach ja, und die Obdachlose. Ja, was ist mit den. Die Geschichte hat er doch neulich schon erzählt. Der erzählt hat, wie er in seiner. Wie er in seiner Wohnung rausgeflogen ist, weil er die. Dreh dich so rum. Hauptsache, du kommst mit dem Satz mal zu Ende. Erzählt, wie er rausgeflogen ist, weil er die. Ja? Wenn ich meine Hand immer so übers Geländer halt, habe ich immer Schiss, dass ich das Handy loslasse. Also dann halt die Hand da nicht drüber. Freund Schlaumeier. Was ist denn jetzt mit dem Obdachlosen? Erzählt, wie er seine Wohnung jetzt verloren hat, weil die Wohnung irgendwie verkauft wurde. Ach so, weil sie irgendwie verkauft wurde. Nee, das ist kognitiv sehr ansprechend, anspruchsvoll, das zu sagen. Das würde ich auch immer verwechseln, wenn ich Reini wäre. Irgendwie, vor allem mit irgendwie, ist immer eine gute Umschreibung. Und da wurde die Miete erhöht und das Amt hatte die Miete nicht gezahlt und so. Und jetzt ist er auf der, jetzt lebt er auf der Straße. Drachi wird jetzt zum Hausbesetzer. Kann ich das richtig deuten? Geht es in die Richtung? Drari, willkommen auf unserer Seite. Also, nee, doch nicht. Stopp. Ich nehme alles zurück. Pufferzone wurde wieder installiert. Weil ich das nicht leisten konnte. Und weil ich mir vielleicht alle 5 Minuten einen Feuerwehrwagen. Vielleicht ist auch die Polizei und die suchen jemanden, der ausgebrochen ist. Drari, denk da mal drüber nach. Ich sage nur so viel. Sie haben so eine Suchzettel rausgegeben, ne? Das besondere Merkmal ist ein grauer Pullover. Keine Ahnung, wer das sein könnte. Wartet mal kurz. Habt ihr gerade anhand der Sirene den Doppler-Effekt gemerkt? Doppler-Effekt heißt es. Christian Doppler. 1845 vielleicht, Christian Doppler. Die Schallwellen, wenn die auf euch zukommen. Ist egal. Jedenfalls macht es am Anfang dann di. Und wenn er vorbeigerauscht ist, di. Weil die Schall werden zuerst so gestaucht werden und dann werden sie in die Länge gezogen. Hört mal drauf. Achtung, das ist jetzt hier die Bildung, ne? Achtung, ich war früher mal Physiklehrer, deswegen. Achtung. Okay, ich glaube, das war eher die Polizei. Habt ihr gemerkt? Also, dass die Schallwellen bis. Naja. Okay, auf jeden Fall. Echt eine schlimme Sache so. Ich habe mich halt gefragt, ob er 3 Kippen haben kann. Also, ob er eine Kippe kriegt. Ich habe dann halt gleich 3 gegeben, so rum. Oh, Lord Messias ist wieder in der Stadt. Herr lieber Reini, lieber Drachenlord, bitte eine Zigarette. Weißt du was? Du kannst gleich 3 haben. Weißt du, warum ich dir 3 gebe? Weil ich dich 3-mal lieber habe als die Hater. Danke, großer Drachi. Wahrscheinlich so. Oh, du bist wirklich ein spendabler Typ. Und haben dann nochmal Feuer gegeben, weil ich habe ja im Hotel noch 2-3 Feuer, also von da. Er hat im Hotel noch 2-3 Feuer. Na, da eins nochmal rausgegeben. Drachi, es ist wirklich lieb. Toll. Kann ich auch ein Feuer haben? Nein, nur die Zigaretten, jetzt geh. Aber dann nützen die mir gar nichts. Ja, das hättest du dir eher überlegen sollen. Gieriges Schwein. Aber ich? Kein Feuer für dich. Nein, Drachi nicht. So nicht mit Drachi. Er ist großzügig und offeriert dem Obdachlosen auch noch ein Feuerchen. Dankeschön. Das ist nicht so schlimm. Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ja, dabei hast du doch noch einen Smoothie gestern reingeschlenkert bei dir. Was ist mit dem denn? Wieso wirkt der nicht? Ah, naja, hat den Weg nicht gefunden, ne? Ah, Drachi. Aber es wird wieder. Und die Aktion ist schon echt übel. Also das ist schon echt heftig.
Okay, heftig, die Mieten steigen in Berlin. Der Mietschutz, Mietpreisdeckel, ne, den die Regierung damals rausgegeben hat, funktioniert nicht. Wissen wir alle? Ja, ist heftig. Drachi, ist die Realität auch bei dir angekommen jetzt gerade? Ja, ist heftig. Obdachlose gibt's? Ja, gibt's. Ist auch heftig. Bist du zum ersten Mal in Kontakt mit Obdachlosen? Kann das sein? Ist es für dich deshalb so heftig? Also, was ist für ihn jetzt heftig? Dass jemand ihn um Geld anfragt? Ist mir noch nie passiert. Ist noch nie, habe ich bettelnde Leute gesehen. Drachi, das ist normal. Ich guck gerade auf jemanden, der bettelt. Der macht das virtuell, aber der bettelt auch. Hat er auch gesagt, vor ein paar Tagen noch. Was meint er jetzt? Hä? Was die Leute so alles durchmachen und für eine Probleme haben und alles. Ja, die haben wirkliche Probleme, Drachi. Auf jeden Fall. Da gibt es eine Menge Leute, die haben wirkliche Probleme. Nicht deine ich habe ja kein Geld, aber boah, hier 131 Abonnenten. Aha, Also Zahlabonnenten für, ich weiß immer nicht, 6,99, 5,99, viel zu viel auf jeden Fall. Weil ja, ich weiß nicht, das ist schon absolut abartig so. Und die Ich persönlich hoffe, dass es den Menschen bald wieder gut geht. Ein paar Meter weiter hat mich dann jemand nach... Das hoffen wir alle. ...um Euro gefragt. Ich hatte lustigerweise in dem Fall dann 3 Euro wie 3 Kippen. Ein paar Meter weiter saß der Nächste. Drachenlord, hast du ein wenig Geld für mich? Na klar, ich habe 3 Euro. Weißt du, warum ich 3 Euro habe? Nein, warum? Erzähle mir. Weil ich dich dreimal lieber mag als die Hater. Oh, großartig, Drachenlord. Hast du auch ein Feuer für mich? Nein. Schade, schade. Ja, dann ist er noch weitergegangen und hinter einer Ecke saß wieder jemand. Der hat gesagt, Drachenlord, Drachenlord, ich war früher ein Priester. Ich habe alles verloren. Ich habe meinen Glauben verloren. Ja, soll ich dir sagen, warum? Du hast die heilige Dreifaltigkeit verloren. Dreifaltig. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drachenlord, großartig, meine Herzensflamme ist wieder angegangen. Dann ist der Drachenlord weitergegangen, saß der Nächste da. Oh, ich hab so einen schlechten Atem, ich hab so einen schlechten Atem. Und Reini, kein Problem, hier, ich hab Tic-Tac dabei. Kannst du einen nehmen, für 3 Stunden wird dein Atem erfrischt, bei gerade mal 3 Kalorien. Dann ist Drachi weitergegangen, in der nächsten Biegung, direkt saß ein kleines Kind. Nee, ich bin nur traurig. Warum denn? Mir ist mein Eis in den Fluss gefallen. Kein Problem. Ich habe in meiner Tasche noch einen Bonbon. Hier, nimm 3. Warum 3? Weil's nimm 3 ist. Ach, Drachi. Wie zufällig. Ja, auch mir passiert das alle naslang. Ich gehe auch nur noch raus und habe immer von allen Sachen 3 dabei. Warum nicht? Wer weiß, was passiert. Immer 3. Bloß bei den 3 Flammen habe ich immer Angst, dass mir dann die Hose wegbrennt unterm Hintern. Wir haben dann einfach 3 gegeben. Mehr hatte ich jetzt halt auch einfach. Immer 3 raushauen. Wichtig ist 3. Flitz, 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 ne? 3 ist ja auch eine heilige und magische Zahl. 3. Gar nicht. Zumindest nicht bar einstecken. Er hat einfach kein Geld mehr bar einstecken gehabt. Warum nicht, Drachi? Warum? Das ist immer so schön bei ihm, ne? Heute hat er wieder kein Geld, weiß nicht, wo morgen das Hotel ist. Dann kauft er sich wieder Hogwarts Legacy. Ich möchte ja auch was machen, was geistig anspruchsvoll ist in meiner vielen Freizeit. Dann hat er wieder nur 3 Euro dabei. Dann weiß er nicht, was... Ja, es ist immer so. Die Tage sind bei ihm Hex. Es ist immer wieder eine Blackbox und Drachi steht auf. Man wünscht ihm mal, er würde aufstehen bei und täglich grüßt das Murmeltier und alles wäre mal gleich, ne? Ah, dann könnte er mal runterkommen. Nee, so ist jeder Tag eine neue Überraschung für dich. Ist ja auch scheiße, weil ich habe eigentlich auch keine Kohle, aber zumindest kann ich momentan halt unterkommen und habe halt zumindest einen festen, hab halt was, wo ich schlafen kann und alles. Einen festen, wo wohnen sie, hab was, wo ich unterkomme. Wie er sich hier hinstellt. Ich habe ja auch keine Kohle, aber ich verteile das immer. Oh, Drachi. Du bist der Teil-Lord, so haben wir dich immer genannt. Lord Sharing, ja, das war, also privat nennen wir dich so. Mein Opa hat immer gesagt früher, wenn ich bei ihm war, und da habe ich immer gefragt, Opa, darf ich noch mitessen? Da hat er immer gesagt, was wir haben, wird geteilt, schütt Wasser in eine Suppe, dann reicht's für alle. Wenn ich Drachi angucke, Drachi ist ja nicht so ein Mensch, der das sagt. Drachi ist ja ein,
Ich erzähle einfach mal, ich habe jemanden 3 Euro gegeben und ich hoffe, ich krieg dann mehr Abonnenten. Ja, wahrscheinlich war es so. Oder ein Kamerateam war hinter dir. Oder du wolltest eine Frau beeindrucken. Wer könnte das sein? Huhu, Drachenlord! Hast du dem gerade 3 Euro gegeben? Mensch! Wahrscheinlich so. Ja, ja, Frauen beeindrucken. Da würde ich es wieder verstehen, Drachi. Da hättest du es genau richtig gemacht. Immerhin. Na gut. Ja, wie gesagt, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, wie schön. Berlin. Die beste Stadt in Deutschland, auch die funktionierendste. Ich mag Berlin. Ist immer wieder ein Abenteuer. Kommt so ein komischer Kutter an. Ich weiß, ob man es erkennt, da. Ich sehe den, warte. Verkauft der Fischbrötchen? Moment, das ist ja... Moment, ist das Captain Iglu? Ja, Reini, du, was machst du denn hier in der Spree? Hast du dich verfranst oder was? Was machst du, wieso bist du denn im Frankenland, du? Mal ab nach Franken, du, ich will dich hier nicht sehen, du. Ah, oder ist es Rucksau? Das könnte auch sein. War der nicht... Wollt ihr nicht nach Panama? Ach, wie schön ist Panama. Ein Kutter kommt da an. Ja, Drachi, das ist halt ein Fluss. Der war auch noch nie an einem Fluss. Da kommt ein Kutter. Da oben fliegt ein Vogel. Oh, da hinten ist eine Baustelle. Da ist ein Schlagloch. Da sind Leute auf der Straße. Ja, Drachi, du bist gerade in der Stadt. Ja, aber ist alles so anders. Ja, es ist eine Stadt. Da ist ein Kutter. Ja, ja. Genau. Und mal schauen, ob ich das Video noch weitermache oder ob wir dann hier Schluss machen. Mach hier Schluss, komm. Du hast alles schon Wichtige erzählt. Ja, wir haben festgestellt, der Samariterlord war wieder unterwegs und hat der Hauptstadt einen Barmherzigkeitsbesuch abgestattet. Wie schön. Hast du die Stadt nebenbei gleich gesegnet? Das könnte sie gebrauchen. Hast du vielleicht noch ein paar Hände geschüttelt und bei Franziska Giffey einen Hausbesuch gemacht? Die hätte sich gefreut. Oh, moin Franziska, ne? Kannst du bitte mal bei Frau Winkelspecht anrufen? Einfach mal kurzer Dienstweg, dass die mir eine Bahncard 100 irgendwie mir zuschustern kann. Das kann ich doch hier auch machen in Berlin. Wir haben da hinten unsere Druckermaschinen, gar kein Problem. Danke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Metal Off. Metal Off. Ja, ich freue mich jetzt schon. Es wird jetzt schon toll. So, naja, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Es war schön, solange es dauerte. Und es ist auch mal schön, sowas Kurzes von ihm zu sehen, oder? Ach, dann ist es einfach schneller vorbei. Das ist wie, ah, ich habe hier ein Pflaster, einfach schnell abgezogen, ja? Das andere ist ja, als hättest du so ein Fell an der Hand und dann hat dir jemand einfach ein riesen Pflaster drüber, so ein 2 Stunden Livestream bei ihm bei TikTok. Und er sagt so, ich zieh das jetzt ab, aber ganz langsam. Und dann geht's los und du denkst dir, ich komme nicht mehr raus aus dem Ganzen. Ja, ungefähr so, um mal so ein Bild hervorzuholen. Ein Bild zu bemühen, damit wir uns das vorstellen können. Okay, das geht ja wohl schnell musikalisch abzufrühstücken, oder? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Das ist gut. Oh, danke. Gönnerlaune. Es gibt Menschen, die gehen einfach so raus vor die Tür. Wie kann man denn nur so furchtbar planlos sein? Die können wohl nichts dafür. Vielleicht sind die auch einfach blöder, jedenfalls nicht so clever wie ich. Oder es fehlt ihnen an Lebenserfahrung, ich sehe halt immer nur mich. Aber ich rüste mich immer aus und stecke vorher alles ein. Und wenn mich dann jemand um Hilfe fragt, dann sag ich niemals nein. Denn ich gebe gerne reichlich, in mein Herz kann jeder rein. Ich bin der Altruismus-Lord, ich bin Reini Sonnenschein. Ich hab immer 3 Zigaretten und immer 3-mal Feuer und braucht jemand mal Geld, sind 3 Euro nicht zu teuer. Ich vergeb mein letztes Hemd, nennt mich gerne jetzt Sankt Rainer, denn so spendabel wie ich ist sonst
Ja, wohl keine. Ich gebe zu, es steigt meine Gönnerlaune, schaut mir ein Mädel zu. Einmal was ausgegeben, schon schnappt der Charmlord zu. Und werd ich dabei noch gefilmt für eine Dokumentation, teile ich gern und reichlich aus, ein Danke ist mein Lohn. Kennt ihr diesen Sankt Martin, der nur die Hälfte seines Umhangs gab? So ein Geizhals, keine Frage, ich teile alles, was ich hab. Und am liebsten verteile ich, und liebe Leute, das ist wahr, mich und meinen Körper, ich bin echt ein Prachtexemplar. Ich habe immer drei Zigaretten und immer dreimal Feuer. Und braucht jemand mal Geld, sind 3 Euro nicht zu teuer. Ich geb mein letztes Hemd, nennt mich gerne jetzt St. Rainer. Denn so spendabel wie ich, das ist ja wohl keiner. Und gerade in schweren Zeiten, in Pandemien mit Mundschutz, teile ich mit dir meinen Schniedelwutz. Verlegenheitsschluck. So, Freunde, das war es von mir wieder. Schön, dass ihr meine Gäste wart. Es freut mich sehr. An diesem viel zu späten Samstagabend. Aber was raus muss, muss raus, ne? Ja, es sind noch andere Leute verlinkt. Hört euch da auch gerne mal um. Es ist schön, solange es dauert. Und ja, jetzt würde ich würde gerne noch irgendwie weitermachen, aber ich, mit Blick auf die Uhr. Eieiei, ich muss jetzt meine Freunde von der Disco abholen. Deswegen sage ich, liebe Leute, Metal off. Oh.